1920, 1921 ist die Siedlung ja erbaut worden. 1920 sind die angefangen. 1920 sind die angefangen. Wie war das denn damals hier unten? Was war das vorher hier? Ach, das war nur Wiese, Wiese und nochmal Wiese. Für uns war das der größte Spielplatz hier. Das ging von dem Bahn dann bis rüber, bis nach fast Gartenstadt Schönau. Alles eine Wiese. Und dann wurde erstmal nur eine Straße gebaut und sofort das ganze Dorf erbaut? Erst wurde erst eine Straße. Diese Häuser, Wiesengrund, sind zuerst gebaut worden. Und dann kam es Emscherfahrt hoch. Und 21 kamen die ersten Mieter, konnten die hier einziehen. Also 1921 sind die ersten Mieter schon hier eingezogen? Ja, sind ja schon 19 angefangen. 19 fing das hier an. Dann war das hier, ach, jeder Garten war eingezäunt mit Holz, Zäune. Hier war ein Tor vor, anders ging das gar nicht. Also wir waren zum größten Teil aber Bergleute, oder? Nur Bergleute, weil eine ausgesprochene Tremonia-Siedlung war das. Für diese Siedlung haben die Kumpel auf der Zeche noch einen Wagenkohl gratis losgemacht. Ja, dieses ganze Spielchen hier mit dem Tunnel, ich glaube, es ist im vorigen Jahrhundert schon erbaut, ich weiß nicht genau, war ein Ingenieur namens Geib, ein alter Herr, das war sein Stolz und sein Lebenswerk. Und er lief noch hier rum, als er 75 Jahre war, täglich durch den Tunnel, hat sich alles angesehen und so weiter. Es war ihm sein, nicht nur seine Arbeit, war sogar später sein Hobby, als er ausgeschieden war. Herr Prochnow, wann war das, als Sie das erste Mal hier durch den Tunnel gegangen sind? 1923, da war ich ein 14-jähriger Bursche. Das erste Mal, es war viel Neugierde und noch mehr Angst im Spiel, weil zu beiden Seiten die Teckel hin durch den Tunnel liefen, die einseitig mit Koks beladen waren, um nach der Hütte zu kommen, nach der Union, und das Leergut kam auf der anderen Seite zurück. Hinterher bin ich sehr oft durch diesen Tunnel gelaufen. Da war schon keine Angst mehr, keine Neugierde mehr im Spiel, weil man alles kannte. Der Tunnel selber ist 300 Meter lang circa. Das ist eine ovale Röhre von vielleicht 5,5 Meter Höhe und war nur zum Transport für Koks gedacht von der Zeche Tremonia zur Hüttenunion. Was da nicht abgenommen wurde, ging links ab auf einer Station unten nach Kaiser Friedrich, wurde da gelagert. Während des Krieges wurde dieser Tunnel freundlicherweise freigegeben für Bewohner aus dem Negerdorf. Vorsichtshalber wurden natürlich alle Teckel erst rausgezogen, damit da kein Unglück passieren konnte. Das war die erste Zeit. Nachher ging alles runter und drüber, jeder stürzte rein, ob die Teckel liefen oder nicht. War denn die Seilbahn da noch in Betrieb? Seilbahn war in Betrieb bis Ende 45, ja, bis die Kokerei aufgelöst wurde. Und heute, nach 63 Jahren, durfte ich mal wieder in dieses Höllenloch runtersteigen und mir das ansehen, wie es heute aussieht. Es hat sich nur so viel geändert, dass alle Seile, Schienen und dergleichen entfernt wurden, Laufbretter entfernt. Es ist heute ein totes Loch. Aber immerhin für mich interessant, das mal wiederzusehen nach so einer langen Zeit. Der Ausstieg für die Seilbahn, war der damals auch so wie heute über die Leiter? Nein, da hat sich entschieden geändert. Früher ging das von der Talsohle, so nennt der Bergmann das, wenn er einfährt ins Loch, allmählich in den Tunnel rein. Man konnte bequem reingehen, sehr bequem reingehen. Es war eine
langsame Neigung zur Tunnelmitte war gar keine Schwierigkeit vorhanden. Wie sah denn der Ausstieg am Negerdorf aus? In Negerdorf, die Umlagestation war ziemlich groß. Man konnte sich bequem drin bewegen. Es waren vielleicht, um wieder an Licht zu kommen, zwei Treppen vorhanden, die circa 6-7 Stufen ausmachten. So hoch lag die Station schon wieder über der Erde, im Gegensatz zum Tunnel, wo wir jetzt stehen hier unten. Es war, glaube ich, früher mal im Gespräch, dass die Siedlung einmal wieder abgerissen werden soll. So war das. Die war eigentlich vorgesehen, das war ein Notprogramm, die sollte bloß für 10 Jahre stehen. Und dann, dann irgendwie abgebrochen oder sonstige Dinge. Ob sie da neue Bauten hier hinsetzen wollten, ist mir weiter nicht bekannt. Aber ich weiß, dass es damals so eine Art Notprogramm war, für 10 Jahre. Mieter schon, als sie hier unten einzogen? Oder ja. Kam das erst hinterher? Nein, als wir einzogen, war das allgemein bekannt, dass das nur als Notunterkunft gedacht war. Mhm. Bochum, 20. Mai 1920. Betrifft Errichtung einer Arbeitersiedlung für unsere Zeche Tremonia am Hahnemühlenweg. Inzwischen ist von den oben zuständigen Stellen die Genehmigung zum Bau der Siedlung erteilt. Wir beabsichtigen nunmehr, zur Behebung der Wohnungsnot so schnell als möglich mit den Bauarbeiten zu beginnen. Die erforderlichen Ziegelsteine sind größtenteils fertiggestellt. Wir bitten daher, die Prüfung unseres Entwurfs gegebenenfalls zu beschleunigen und uns die Genehmigung zur Ausführung recht bald zu erteilen. Anfang dieses Jahrhunderts war durch die Anwerbung auswärtiger Arbeiter ein großer Bedarf an Wohnraum entstanden. Die Bergarbeiter erarbeiteten deshalb zusätzlich den sogenannten Kohlepfennig, der zum Bau von Siedlungen verwendet wurde. Diese Siedlungen lagen immer in unmittelbarer Nähe der Schachtanlage. Die Häuser, zumeist Einfamilienhäuser, wurden höchstens zweigeschossig gebaut. Zu jeder Wohneinheit gehörte ein Garten und Stallungen. Auch das Negerdorf wurde in dieser Zeit der Wohnraumnot erbaut. Es wurde hier ein ganz neuer Stein, ein Gemisch aus Zement, Sand und Schlacke verwendet. Außerdem verzichtete man fast völlig auf die Verarbeitung von Holz. Die meisten Häuser hatten keinen Dachstuhl, sondern nur flache Terpappdächer. Hierdurch wurde sicherlich auch die schnelle Erbauung ermöglicht. Erste Bauanträge sind auf 1920 datiert. Die ersten Mieter konnten bereits im März 1921 ihre Wohnungen beziehen. Herr Prochnow, Sie sind als kleiner Junge hier mit Ihren Eltern eingezogen. Wie ist Ihre Erinnerung so an diese Zeit? Ja, als wir einzogen, sind wir aus Augusterstraße nach hier gekommen, mit dem alten Pferdefuhrwerk, die Hahnemühle runter, da klebte der Gaul aus den Latschen, wir mussten erst wieder aufhören und dann sind wir hier rein. Es gab noch keine Treppen vor der Haustür. Wir mussten die Möbel alle über so einen Berg schleppen. Es gab noch kein Licht. Wir haben mit Petroleum gebrannt, die erste Zeit. Und dann sind wir als Kinder direkt losgegangen und haben die Umgebung in Augenschein genommen. Das Zechenwasser war noch offen, der Abfluss zur Emscher. Da haben wir gespielt. Und dann sind wir weitergegangen an der Emscher, es gab noch keinen Zaun, alles Wiese, alles war offen. Wir konnten unten bis zur Emscher laufen und die Straßen selbst waren nur Schotter, war noch kein Asphalt, nichts. Es gab wohl ein Trottoir rechts und links, aber sonst war noch nichts. Hier, da sind wir die erste Zeit hier erstmal bekannt gemacht mit den anderen allen. Gab es hier unten viele Kinder. Die meisten Familien hatten wir alle. Wir hatten zum Beispiel 8. Daneben waren Gazinski mit 6. 4, 5 hatte jeder hier. Das war üblich. Und ehe man die alle durch hatte, erstmal die Bekanntschaften schließen. Das Einzige war, wir haben uns wer vom Wiesengrund ferngehalten. Ja. Der Emscher war also für sich. Und der Wiesengrund auch für sich. Ja, das ist interessant. Wissen Sie warum? Warum?
Eigentlich war das so eine Clique für sich in Wiesengrund, da wohnten schon wieder welche. Da ging schon verschiedene auf höhere Schulen, alles, das war schon mal so ein Abstand für uns. Ne? Und sportlich gesehen, wir als Kinder, der Fußballplatz, wir gingen hin, wir spielten gegen Wiesengrund, gegen Emscherfahrt, dann auch oft Schlägereien zusammen, nicht? Das ist ja so in diesem. Aber sonst, für uns war das hier das Paradies richtig zum Spielen. Ja. Wir haben öfter aus der Schulklasse Kinder hier mit hingenommen, die hier mit spielen konnten, die in der Stadt wohnten, die es nicht so schön hatten. Ne? Nein, das war... Dann gab es ja hier am Boden das alte Häuschen, das Fachwerkhaus. Ja. Das war früher eine alte Mühle gewesen und am Brandamt standen noch diese großen Mühlsteine. Mhm. Und da hatte ja die Frau Wagner Geschäfte. Der Bäcker. Der Bäcker ja, nicht. Der Bäcker nicht. Nein, das war ein Lebensmittelgeschäft. Und da konnten sie bis abends 10 Uhr, sie konnten auch nachts hingehen, einkaufen. Ja. Und wir sind immer als Kinder rein und sagten nur, Mama, ich bin's. Dann kamen sie nicht raus. Oder wir haben uns was genommen und sind wieder abgehauen. Ne? So war das so üblich bei der Tante Anna immer. Der Konsum wurde ja später gebaut. Mhm. Als die Häuser, die wurden ja auch später gebaut, als die fertig waren, so erst der Konsum an. Am Mühlenberg, da wo jetzt auch das Ladenlokal ist. Der ist ja später gebaut worden. Und sonst, im Großen und Ganzen, einkaufen, fuhren sie mit der großen Karre unterm Bogen her nach Klares hier. Immer jede Familie für sich oder gab es das auch, dass man sich zusammentat? Nein, jede für sich. Das Einzige, was hier war, es kam Milchbauer. Mhm. Einer kam morgens um 5 Uhr von Dasfeld. Dann kam die Bäcker morgens, sie brachten Brötchen hinter seiner Tür. Sonst kam hier noch ein Milchbauer, der hat hier im ersten Haus, hat er den seinen Wagen abgestellt und einer fuhr auch hier durch Straßen. Mhm. Dann kam der Bäcker Balke schon früher mit Pferd und Wagen hier durch für Brot. Und ein Gemüsehändler kam mit dem Eselskarren. Der Mann war genauso so klein wie der Esel. Wie der Esel. Ah, das war ein Spaß. Und an jeder Tür, wo er hielt, musste der Esel schreien. Da kamen die Leute und haben dann Gemüse gekauft. Ne? Das war auch. Und was früher viel war, was man heute weniger hier fast gar nicht sieht, das waren die Leute, die schon mal kamen mit dem Schifferklavier, Musik machen oder mit einer Orgel. Ein Orgeldreher, der kam regelmäßig jede Woche hier durch. Ne? Das, und Zigeuner mit Affen und Tanzbären. Die gingen auch hier durch die Süd. Die kamen auch öfter hier. Mhm. Ne? Wie sahen denn die Wohnungen so von innen aus? Die Wohnungen von innen? Sie wurden, erstmal war es eng. Wir waren mit 8, 10 Personen im Ganzen, die 3 Zimmer. 6 Schläfen in jedem Zimmer. Wohnzimmer gab es ja nicht früher. Aber die Küche? Es gab die Küche und die Schlafzimmer. Hm. Und im Schlafzimmer wurden auch noch Runkel aufbewahrt, damit für das Vieh später was zu fressen war. Ne? Und wenn nachts mal was los war, fiel mal eine Nacht, da rutschte die Runkel runter, da hat sich mein Bruder, der Älteste, der zog sich dann das Laken über den Kopf und dachte schon, wir würden beim Einbrechen dann. Ne? Dann hatten wir eine Katze, das war eine schöne. Abends kam sie durchs Oberlicht, die Fenster hatten ja alle oben ein kleines Oberlicht. Mhm. Dann kam sie rein, bei uns Jungs, schlief mit uns. Wenn der Vater morgens weckte um 5, dann war sie wieder raus. Sie wusste genau, der will das nicht haben, dann war sie wieder weg. War er zur Arbeit, kam sie wieder rein. Sie ne? Das war auch schon so ein tolles Dirk. Und die Wohnungen selbst in den hier. Decken wurden geklebt, Wände gestrichen, getüncht, sagt man. Und dann wurden sie mit Borde abgesetzt. Die Küche wurde im Ölsockel gestrichen, bis 1,5 Meter so. Und der Flur auch. Das war dann, dass sie alles sauber war. Ne? Ställe wurden auch geklebt. Keller. Die Waschküche war ja für mehrere Familien dann. In diese Häuser. Da war ein großer Bottich eingebaut, konnte man die Wäsche kochen am Ofen erst und dann im Bassin reinkippen.
Meist hatten sie alle eine Waschmaschine mit Handbetrieb, war das ja noch? Ja. Da mussten wir runter und eine halbe Stunde immer. Jedes Kind abwechselnd. Meist hat man sich ja nicht verdrückt, ne? Aber es ging ja nicht immer. Und man hat sicherlich früher auch nicht so großzügig gewohnt. Also das so es wenig war Personen. Das war beengt. Aber trotzdem war es immerhin besser, als wenn man in der Stadt wohnte. Man war erstmal hier freier. Haben Sie als Kind das auch schon so empfunden? Ach, als Kind war es die schönste Zeit, die man hier in der Stadt hätte man sich das gar nicht alles so erlauben können. Und man hätte auch die Freiheit nicht gehabt. Man konnte ja da nicht auf der Straße rumlaufen und rumspielen, Fußball spielen wie hier und alles. Gab es ja nicht. Mhm. Ne? Das kam ja erst, wie man hier unten wohnte. Sie wohnen jetzt schon seit 1920 hier unten im Negerdorf. Sie sind als junges Mädchen mit Ihren Eltern hier runtergezogen. Ja, können Sie sich noch daran erinnern, wie es so in der ersten Zeit hier unten ausgesehen hat? Doch, so ein bisschen kann ich. Weiß ich dann noch was. Ja, und? Sie haben im Wiesengrund 14 gewohnt. 14 gewohnt, ja. Mit Ihren Eltern? Ja, mit 5 Geschwistern. Sie hatten aber ein ganzes Haus. Ja, ein ganzes Haus. Das war so ein Doppelhaus und da hatten wir die Hälfte davon. Mhm. Ne? Das war eigentlich noch ein bisschen zu klein für 5 Kinder. Ja, ne? Aber war doch. Aber wir haben es schön gehabt, wir waren zufrieden und glücklich. Und es war wirklich schön, in einer kleinen Stadtwohnung und dann im Wiesengrund, wo viele Gärten waren. Ne? Und es war ja auch erst nicht so schön, weil doch alles noch nicht gepflastert war, war alles lehmig auf der Straße, ne? Und war viel Schmutz. Hier gehört zu jedem Haus auch ein Stall. Neben der Eingangstür zum Keller ist noch eine Stalltür. Ja, sicher, war ein Stall. Da haben sie dann Schweine gehalten und Hühner. Und dann, und da war so viel Platz. Wir hatten einen Kohlenkeller, wir hatten einen Gemüsekeller, Kartoffelkeller, die Waschküche. Das war dann unser Bad, da haben wir das Bad gemacht und Schweine haben wir dann gehabt. Ja, die haben wir ja dann klein gekauft, da mussten wir auch Abzahlungen nehmen, weil wir kein Geld hatten. Und haben dann sie fit gefüttert und dann hatten wir Fleisch und alles zu essen und die waren dann auch bezahlt zum Schluss. Ne? Das ist alles so, wie es in Wirklichkeit war. Ne? Ja, so war es ja sicherlich bei allen Familien zu der Zeit. Ja, die haben meistens alle von diesem Bauer oder von dem Händler. Mhm. Das war ein Bauer oder ein Händler, ich weiß es nicht genau.
da haben sie alle die Schweine gekauft, nicht? Die wussten alle, dass sie das auf Abzahlung nahmen. Die Leute konnten das ja nicht bezahlen, mhm. Ne? Kostete so ein Schwein 30, 35 Mark. Und wenn sie dann zwei kaufen, das war dann noch 70, 80 Mark, das konnte man ja nicht sofort bezahlen. Mhm. Da wurde jede 10 Tage, es gab auf der Zeche jede 10 Tage Geld. Und da haben sie dann bezahlen können immer, ne? Und wir hatten auch eine Ziege und Hühner und Gänse. Und zu essen hatten wir, wir hatten nur wenig Geld. Wir mussten immer sparen, dass die Miete zusammen gemacht wurde. Da waren die meisten Bergleute hier unten selbst versorgt. Ja, sicher. Mhm. Der Konsum wurde nachher eröffnet. Ja, der war nur ein paar Jahre, der verdiente nicht viel. Der hat uns gesagt, die Leute sind ja hier alle Selbstversorger, die haben dann nichts verdient, da haben sie den Konsum wieder zugemacht. Das war ja auch früher hier so angelegt, dass vorne am Mühlenberg die Angestelltenwohnungen waren. Ja, das waren dann die Steigerwohnungen. Die hatten ja auch Dächer drauf und die hatten ja nur Flachdach. Ja. Haben die Mütter das denn auch so empfunden, dass diese... Ja, das haben wir auch immer... Also das hat uns auch nicht gepasst, dass wir so Flachdächer hatten. Wir hatten keinen Boden für Wäsche zu trocknen und die Steiger, die hatten den Boden, die hatten dann die Böden. Meine Schwester wohnte ja da auch in nachher... wo der Briefkasten ist und die hatten auch einen Boden. Dann haben wir unsere Wäsche dann immer dann hingebracht zum Trocknen, wenn die die Woche hatten. Ne? Das war ja dann im Winter hier schlecht mit der Wäsche trocken. Ja. Ne? Hm. Ja, in dem Stall. Und im Sommer haben wir ja draußen getrocknet, das war ja prima immer. Ne? Aber im Winter, da mussten wir dann sehen, dass wir dann da die Wäsche trocken kriegten. Die Miete war sicherlich auch nicht so hoch, wie sie jetzt ja, ist. Ja, früher, wir haben 34 Mark bezahlt, das war früher viel Geld. Ne? Hm. Und dann kam noch das Licht wurde auch noch hier, das Geld wurde dann geholt. Mussten wir Groschen im Apparat werfen und mussten wir viel Groschen haben. Denke ich heute immer dran, ich habe immer so viel Groschen, da dachte ich immer, wenn wir früher die Groschen da reinwarfen, dann mussten wir immer sehen, dass wir dann kamen sie und haben sie es geleert. Mhm. Und wir haben dann auch, die Miete wurde abgeholt, dann kam immer einer von der Siedlung, der holte die Miete ab. Ne? Und ich sage ja, ich hatte vor kurzem noch die blauen Mietsverträge und da habe ich, wie ich umgezogen bin, habe ich die kaputt gerissen. Hätten wir ja heute noch haben können. Ne? Mietverträge uns angucken können. Ja, sicher. Ja. Aber wir sind jetzt futsch. Und wie war denn das Nachbarschaftsverhältnis so früher, als Sie so klein waren? Doch, das war, also wir haben hier, wenn jemand starb, sind wir alle geschlossen zur Beerdigung gegangen. Vorher wurde gesammelt, dann haben wir keine Blumensträuße oder Kränze geschenkt, dann kriegten die Leute das Geld. Mhm. Ne? Wir Mädchen, wir sind dann dran lang gegangen, haben Geld gesammelt mit der Liste. Eine gab eine Mark, der andere zwei Mark. Dann kamen wir manchmal über 100 Mark zusammen und dann haben die sich gefreut, dass die das Geld dann kriegten. Und wir sind dann zusammen zur Beerdigung gegangen, alle geschlossen. Dann hat der Pastor gesagt, das finde ich so nett, dass sie alle hier so geschlossen zur Beerdigung gehen. Mhm. Das fand er so nett. Ne? Mhm. Ja, diese Siedlung hat ja auch so ein bisschen Dorfcharakter. Das ja, Leben war aber also der Emscherpfad und der Wiesengrund, das war so ein bisschen nicht so, das harmonierte nicht so zusammen. Die waren denn beim Emscherpfad, die waren mehr für sich und wir vom Wiesengrund waren auch mehr für uns. Ne? Und das findet man heute noch. Ich habe noch heute noch nicht so viel Kontakt mit dem Emscherpfad. Ne? Aber Sie wissen auch nicht, woran es liegt. Nein, weiß wie ich, das kommt. Nein, ich weiß es nicht. Und ich bin ja auch ein bisschen stur, muss ich sagen. Sie sind von Ihren Geschwistern die Einzige, die hier unten wohnen geblieben ist. Ihre ja. Geschwister sind hinterher woanders hingezogen. Ja, meine jüngste Schwester Paulinenstraße gezogen. Und mein Bruder hat ja lange hier gewohnt, der hat ja spät geheiratet und ist dann zur Stadt gezogen mit meiner Schwägerin. Und die sind aber dann auch wieder, wie Wichers die Wohnung abgaben, hier runtergezogen. Die wohnt auch jetzt schon 25 Jahre bestimmt hier unten. Ne? Hat es ihm hier unten doch besser gefallen? Ja, hat immer Heimweh nach hier unten. Ja. Mhm. Ja, und jetzt sind meine Geschwister alle tot, ich bin der Einzige noch. Von fünf. Ja, und dann die große Wohnung war ja dann nachher für eine Person zu groß und bin ja dann
schon jetzt über 2 Jahre ja. hier. Ne? Nach der Renovierung. Ja, ja, dann bin ich erst da ausgezogen. Und Sie fühlen sich jetzt hier in Ihrer Wohnung? Ganz wohl, ja. Ja, es gefällt Ihnen. Ja, sicher. Sicher, es war ja erst schmerzlich, wenn man da aus einer elterlichen Wohnung auszieht, aber es war ja dann auch zu groß für eine Person. Nicht? Das Putzen, und da waren 8 Fenster und hier sind nur 3. Die hat man schneller geputzt. Das ist ja schneller, ne? Ich hatte auch erst keine Lust, da hinzuziehen. Ich habe immer gesagt, ach, da muss man den Flur machen. Und dann, wenn man mal krank ist, dann kann man das nicht. Und, aber es ist halb so schlimm. Ja. Das fällt mir gar nicht und schwer. Und Ihre Schwägerin ist ja auch wieder Ihre Nachbarin geworden. Ja, ja, ja. Die wohnt da die Nachbarin und da. Doch, es ist ja so ganz in Ordnung. Ne? Also Sie wollten auch nicht hier unten ausziehen? Ich wollte hier nicht weg, nein. Ich wollte doch, das war mir doch alles zu fremd, wenn ich woanders hingezogen wäre. Mein Neffe, der Gustav, den kennen Sie doch auch, der hat dann gesagt, ach, kannst du hier nach Brünninghausen, da kann ich dir eine Wohnung besorgen. Ich sage, hör auf, ich möchte nicht aus dem Wiesengrund raus. Ne? Bin ich hier wohnen geblieben. Ja, hier, Sie kennen alle Leute. Und du möchtest hier auch dann sterben, möchte auch nicht. Wenn man über bald 70 Jahre hier wohnt, so. Ich schon 82 Jahre, ich bin doch hier groß geworden. Ich bin da nur keine Oma, bin ich ja nicht. Ich bin auch keine Mutter, aber ich bin da eine alte Frau. Ich darf mich vielleicht kurz vorstellen. Mein Name ist Karl-Heinz Kleinwächter, Leiter der Niederlassung hier in Dortmund, der Treuhandstelle für Bergmanns Wohnstätten. Diese Siedlung wurde errichtet zum Zwecke der Belegung mit Bergarbeitern, und zwar in den frühen Jahren des Bergbaus. Ich darf dazu sagen, dass seinerzeit, als die Zechen gegründet wurde, eine große Wohnungsnot herrschte. Aus dem Umfeld waren die arbeitsfähigen Leute abgezogen. Sie waren im Einsatz in den Bergwerken. Man musste größere Kreise ziehen, suchte entsprechende junge, arbeitsfähige Leute, die man im näheren und weiteren Bereich fand. Für diese Leute musste natürlich Wohnraum geschaffen werden. Man einigte sich dann mit den einzelnen Bergbaugesellschaften, mit den Zechengesellschaften, mit den Gründern dieser Gesellschaften, wie man das in den Griff bekommen konnte. Man kam dann überein, dass man pro Tonne geförderter Kohle einen gewissen Betrag abführen sollte, zwecks Errichtung von Bergbauwohnungen. Wir sehen hier in Dorstfeld eine solche Siedlung, die erstellt worden ist aus diesem Kohlepfennig. Und selbstverständlich mussten vorher Gesellschaften wie die Treuhandstelle gegründet werden, Baugesellschaften, die diese Wohnung erstellen konnten. Wie lange hat das denn damals gedauert, um diese Siedlung hier zu erbauen? Ich glaube, angefangen ist man 19 hier und ist 21, 22.
bis 1922, also ungefähr dreieinhalb Jahre. Und wie viele Wohnungen gibt es hier? Hier gab es am Anfang 140, jetzt sind es noch 130 Wohnungen. Das hat sich daraus ergeben, nach dem Krieg sind aus etwas größeren Wohnungen zwei Wohnungen gemacht worden, um den Wohnbedarf nach dem Kriege zu decken. Und die haben wir heute wieder zu einer Wohnung zusammengelegt. Daraus sind dann 30 Einfamilienhausbereiche und ein Anteil am Mühlenberg zu zwei Familienhausbereichen übergeblieben. Herr Kleinwächter, diese Siedlung hat ja einen Spitznamen. Wissen Sie, warum dieses Dorf ja eigentlich Negerdorf heißt? Ja, ich habe also da mir von den Chronisten sagen lassen, dass es da mehrere Varianten gibt. Einmal könnte man erzählen, dass also der Name daher kommt, dass die Bergleute damals ungewaschen, das heißt also schwarz von der Arbeit kamen und eben dann als Neger tituliert worden sind. Eine andere Version besagt dann, dass zum Beispiel die Anordnung der Siedlung mit U-förmiger Anordnung, mit Höfchen, die also vielleicht in Anführungsstrichen einem Negerkral ähneln könnten. Das könnte also auch eine Möglichkeit sein, warum der Name eben hier Negerdorf gegeben worden ist. Wie ist das heute? Leben hier also heute noch hauptsächlich Bergleute oder ist es doch gemischt? Ich würde sagen, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, dass hier also Stillstandsbereich ist, der in diesem Bereich tätigen Ruhrkohle AG, hat sich die Struktur der Mieter erheblich gegenüber der ersten Phase, sprich 1920 bis 1938 etwa, verändert. Auch nach dem Krieg wohnten im Allgemeinen hier Bergleute, aber wie gesagt, alles dann, als es dann Stillstandsbereich wurde, hat sich die Mieterstruktur erheblich verändert, vor allem nach der Umbaumaßnahme. Wir haben jetzt etwa 50% Bergbau Wohnungsberechtigte hier wohnen, das heißt vom aktiven Bergmann über den Rentner bis zur Bergmannswitwe und haben darüber hinaus 50% Fremdbelegung, in unserem Jargon gesagt, weil wir hier eine Gesellschaft sind, die vornehmlich für den Bergbau tätig ist. Bei diesen Bergbaufremden finden wir also die alte Dame, die also schon früher hier gewohnt hat, aber auch dann bergbaufremd war. Wir finden aber auch darüber hinaus den Studenten, der ein Studium an einer nahen Universität macht. Die Renovierungsarbeiten der Wohnung sind ja jetzt abgeschlossen. Was hat das Ganze gekostet? Dieses ganze Paket Umbau und Modernisierung dieser Wohnungen, ich darf vielleicht noch mal sagen, was hier alles gemacht worden ist, das heißt, wir haben nicht nur modernisiert, sondern auch Grundrisse verändert, haben zusätzlich die Wohnung auf den neuesten Stand in technischer Hinsicht gebracht. Das heißt, es sind Bäder eingebaut worden. Alle Installationsleitungen von E-Sanitärleitungen sind erneuert worden. Dazu ist eine Heizung eingebaut worden. Und zwar haben wir hier ein Nahheizwerk gebaut. Und zwar wird das Nahheizwerk beschickt mit Festbrennstoffen. Das heißt, mit heimischer Energie, mit heimischer Primärenergie versorgt, über Koks in diesem Fall. Es gehen dann in die einzelnen Häuser Leitungen hinein und in jedem Haus ist eine Übergabestation. Das heißt, jede Familie kann über Wärmemengenzähler an ihren Heizkörpern genau den Verbrauch ablesen. Wenn man bedenkt, dass also dann noch einige Bergleute hier wohnen, die ihre Deputatkohle hier einsetzen können, kann man sich vorstellen, dass also die Heizkosten, zumindest für die Bergleute, nicht sehr hoch sind. Aber jetzt zu Ihrer Frage, Kosten. Wir haben also hier insgesamt verbaut 14 Millionen D-Mark, wobei da drei Pakete zu beachten sind, wie sich die Finanzierung zusammensetzt. Einmal etwa 8,0 Millionen Mark vom Ruhrbauprogramm, das ist ein nicht öffentliches Baudarlehen. Darüber haben wir eingesetzt eine erste Hypothek von etwa 2,8 Millionen. Der Rest des Geldes sind Eigenmittel der Treuhandstelle. Wenn diese Darlehen abgelöst sind, ist mal geplant, dass die Siedlung privatisiert wird? Das kann man im Augenblick noch nicht sagen, wobei ich also auch sagen möchte, dass wir dann immer noch die Verfügungsberechtigten für diese Wohnungen, sprich die Ruhrkohle AG, fragen müssen.
Wie ist denn das mit dem Laden? Der steht ja immer noch leer und für viel wohnen ja auch einige ältere Mieter. Die könnten also gut noch eine Einkaufsmöglichkeit, die nah und schnell zu erreichen ist, gebrauchen. Ja, daran ist auch gedacht worden hier. Wir sind mit den Vorarbeiten für diesen Laden. Es soll dort hier eine Kombination entstehen. Eine Wohnung mit einem Kiosk hier, der aber auch wie ein kleiner Verkaufsladen zur Verfügung steht, hier mit Sondergenehmigung von 8 bis abends um 10 Uhr. Und wir hoffen, dass wir, wenn es schnell geht, vielleicht in 4 Wochen anfangen können mit den Umbauarbeiten. Wir haben auch schon dafür jemanden, der sich da bereit erklärt hat, das hier zu übernehmen. Ist an den Kindern gedacht worden? Wie sieht es aus mit dem Kinderspielplatz? Auch an den Kindern gedacht worden. Hier, wir haben da hier einen vorhandenen Kinderspielplatz, der zurzeit ja nicht sehr schön aussieht. Aber irgendwo muss ja auch hier mal Lagerstätte sein für so viel Material. Und danach hier wird auch dieser Kinderspielplatz wieder auf den neuesten Stand gebracht hier und mit allem, was man dazu braucht, auch versehen. Wie ist das mit Garagen? Die Garage ist das so weit hier, da ja hier Bedarf an Garagen ist hier. Jeder auch sein Auto irgendwo untergestellt haben müsste. Auch Stellplätze, sagen wir mal, Garagen und Stellplätze. Hat Herr Kleinrichter und ich haben uns da Gedanken gemacht, haben Freiflächen ausgesucht, die aber so gelegen sind hier, dass der Mieter nicht gestört wird hier. Und da haben wir zurzeit einen Plan bei der Stadt Dortmund vorliegen. Und wenn der da ist, werden wir da auch mit der Mieterschaft noch mal drüber sprechen, ob einiges doch vielleicht doch noch geändert werden muss. Aber ich glaube, zum größten Teil ist es sehr gut angelegt hier mit Rücksprache schon bei den zuständigen Mietern in ihren Bereichen. Was so viele Mieter gereizt hat, hier unten in die Siedlung zu ziehen, das waren ja eigentlich immer die Gärten. Ja. Bleibt das noch weiterhin erhalten, dass zu jeder Wohneinheit ein Garten gehört? Ja. Zu jeder Wohneinheit hier bleibt weiterhin auch ein Garten. Das ist auch hier ein Verbund unserer Vermietung. Herzlichen Dank. Dazu soll ich noch sagen, dass das, wenn mal die Außenanlagen und vor allem die öffentlichen Flächen gut hergestellt sind, dass das hier eine Vorzeigesiedlung wird, die wir also auch Mietern zeigen können, wo wir ähnliche Maßnahmen vorhaben. Ich darf mich also recht herzlich bedanken. Danke sehr. Helmut Behnke ist Mieter des Hauses Nummer 16 im Emscher Pfad und Helmut Behnke ist nach der Renovierung hier neu hinzugezogen. Helmut, weswegen bist du hier runtergezogen? Ja, weil wir eine große Wohnung brauchten und wir wollten eine Wohnung im Garten haben für die Kinder. Das war der Hauptgrund, dass wir runtergezogen sind. Und wo hast du denn vorher gewohnt? Annenstraße. In Dortmund 1 auch. Und das war, glaube ich, nicht so ganz das Ideale? Ja, nein, das war eine Etagenwohnung und für die Kinder war es schlechter als wir hier unten. Ne? Und gerade für die Kinder ist das hier ideal? Ja, ist gut hier. Für die Kinder ist mehr Spielmöglichkeiten im Garten und so mehr Auslauf. Ne? Wie fühlen die Kinder sich dann richtig wohl hier unten? Ja, frag's mal selber. Ela, darf ich mal fragen, du, gefällt dir das hier unten? Ja, ne? Ja. Und Sonja, du auch? Wie gefällt es dir? Das gefällt dir nicht? Warum denn nicht? Na ja gut, dann bedanke ich mich. Wir befinden uns hier im Emscher Pfad Nummer 4, direkt vor der Haustür der Familie Wieland, die neu hinzugezogen sind nach den Renovierungsarbeiten hier. Warum seid ihr hier zugezogen? Ja, erstmal die Umgebung ist ja schöner hier, ne? Und dann die Wohnungen auch selber. Ich habe vorher im Altbau gewohnt, also nicht renoviert, kein Bad, keine Heizung, das ist ja nichts. Ne? Das Haus will jetzt nichts mehr machen, da wird nichts gestrichen, nichts. Man muss alles selbst machen praktisch. Ist zwar billige Miete, aber nützt ja nichts. Ne? Wie seid ihr denn gerade aufs Negerdorf gekommen, dass ihr hier unten eingezogen seid? Ja, ich habe auch nicht durch Zufall gehört, dass hier renoviert wird. Ne? Und dann haben wir mit einem Bekannten gesprochen gehabt, und der auch hier unten wohnt. Und da sagt er, sonst müssen wir bewerben. Und dann haben wir es auch gemacht und haben die Wohnung auch bekommen. Wenn ich dich mal fragen darf, wie gefällt es dir hier unten? Ich würde sagen, gut. Allein, wenn man schon einen Garten hat,
und auch so, die Leute sind hier irgendwie nett. Jürgen, du wohnst jetzt seit der Renovierung hier in dieser Wohnung. In dieser Wohnung seit der Renovierung und vor der Renovierung habe ich in Nummer 21 gewohnt. Das ist also praktisch nur der Nebenblock. Und im Zuge der Renovierung konnte ich also von der kleineren Wohnung auf diese größere Wohnung ausweichen. Mhm. Mir persönlich natürlich nur vom Vorteil. Und ich bin also auch mit der Renovierung, so wie sie vonstatten gegangen ist, ganz zufrieden. Viele Mieter sind ja, als sie gehört haben, es wird renoviert, hier unten weggezogen. Habt ihr auch mal mit dem Gedanken gespielt? Eigentlich nie, nein. Ihr wolltet also von Anfang an hier wohnen bleiben? Wir wollten hier wohnen bleiben, ja. Was ist denn das Besondere für dich hier unten an der Siedlung? Ja, also da gibt es mehrere Gründe. Der erste Grund womit ist, dass ich also mehr oder weniger hier groß geworden bin. Meine Eltern haben wir vor 23 bis 24 Jahren gewohnt, bin also hier geboren, dann sind wir weggezogen. Meine Verwandten haben hier aber noch gewohnt und wohnen hier auch noch. Da bin ich oft also mehr oder weniger zu Besuch gewesen, mal eine Woche hier verbracht. Und darum gefiel es mir also hier schon immer gut. Der zweite Grund ist also, man hat hier einen sehr guten Kontakt zu den Nachbarn, hat hier einen Garten und kann hier mehr oder weniger als Mieter tun und lassen, was man will. Ich weiß nicht, ob es angebracht ist, mal eine Sache von ihm zugute zu geben. Er hatte 5 Töchter und eine Ziege. Da war er schon 7, 8 Mal mit nach dem Bock und die nahm mich auf.